Warum sollte Lilly nach immerhin... Ach so, nein, warte. Warum müssen wir gleich nochmal rumstehen? Wir sollen verhindern, dass das Kind versucht, vor der Therapie zu flüchten. Wenn möglich mit Gewalt. Hast du deine Taserpistole noch? Nein, nicht nochmal! Nicht nochmal! Okay, wir können da nicht hin. Andererseits hatte Garrett bisher selten daneben gelegen. Lilly würde es auf seine Weise probieren. Aber wer sagt uns, dass wir Garrett vertrauen können? Vielleicht nutzt er uns ja auch nur aus für die Wahrheit. Und dann geht er ganz schnell weg und lässt uns hier zurück mit den beiden. Halterung. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Licht. Komisch. Hier haben wir noch... hier haben wir eine Fackel. Komm mit. Und die können wir dann anzünden. Wartet. Was? Was? Hallo Lilly. Du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Alter, ist der spooky. Irgendetwas Seltsames geschah hier. Okay, ja doch, wir wollen mit Feuer spielen. Hier, Fackel. Hallo Lilly. Hallo Lilly. Du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Natürlich willst du das nicht. Okay, aber... Irgendetwas Seltsames geschah hier. Ich möchte das. Verbote. Aber... Feuer machen. Wie kommen wir da jetzt ran? Egal. Können wir das da reinstecken? Eine brennende Fackel. Leider war die Lilly trotz. Aber wir kommen irgendwie nicht an das Feuer ran. Und ich weiß nicht, was wir machen sollen. Wir schauen mal in Ednas Karte. Auf die Karte würde sie später schauen. Sie rechnete nicht damit, dass diese Entscheidung unangenehme Konsequenzen haben würde. Okay. Ja. Sag mal, Harvey, komm doch mal mit. Komm mit. Was tut sie denn da? Gehört das etwa auch zu ihrer Konditionierung? Keine Sorge. Sie steht unter Hypnose und kann keinen Unsinn mehr anstellen. Harvey, können wir dich mitnehmen? Der lustige Hase mit den leuchtenden Augen saß unbeteiligt auf dem Stuhl. Ob Lilly ein wenig mit ihm spielen durfte? Ja, komm her. Aber was gehört das etwa? Ich will den mitnehmen. Keine. Sie steht unter... Die lustige zumindest. Teekanne? Wartet mal. Die nehmen wir mit. Und dann können wir die wahrscheinlich da drüber hängen. Da drüber. Die Haken! Wenn sie schon neuen Tee kochte, dann auch einen, der es in sich hatte. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheitsserum herbekommen? Ja. Hier. Entschuldigung. Das Serum. Reichte nur für eine Tasse. Diesmal wollte Lilly alles richtig machen. Ja, wir haben doch hier Tollkirschen. Bitteschön. Lilly wusste, dieser Tee war bereits fertig. Ja, aber... Da waren schon wieder diese Stimmen. Lilly widerstand ein... Wir brauchen mehr Wahrheitsserum. Wir sollen auch irgendwie zu Garrett... Und ich denke mal, dass wir die brennende Fackel da reinstellen sollen, damit sich da irgendwie der Geheimgang öffnet. Und da kommen wir gar nicht hin. Hallo Lilly. Ach, das hat die Oberin. Ach, Harvey. Du bist so ungumbo. Da haben wir noch Tassen. Jawohl. Können wir das kombinieren? Es mochte Lilly langweilig erscheinen. Oder das? Zuerst musste da noch Tee in die Tasse. Diesmal ja. Wollte... Hier, Tee in die Tasse. Und dann... Das da rein. Und das braucht dann die Oberin. Ignaz! Oh, Lilly! Was? Ungeschickter Nichtsnutz. Willst du mich unbedingt vor dem Doktor blamieren? Das ist nein, merkwürdig. Warum? Die Hypnose ist unfehlbar. Scheinbar war es wirklich nur ein Missgeschick. Das ganze Kind ist ein einziges Missgeschick. Wenn ich könnte, dann
Aber, Frau Oberin, so beruhigen Sie sich doch. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Nicht wahr, Lilly? Aha. Na also, dann bring uns doch bitte einen neuen Tee. Ja? Sei so gut. Lilly ließ sich nichts anmerken, aber sie stand kurz vor einer Panik. Neuen Tee zu servieren war ja kein Problem. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheitsserum herbekommen? Wir haben ja noch Tollkirschen, die können wir da reintun. Die Fiole ist weg. Okay, das geht auch, na gut. Dann gib mir noch eine Tasse. Ich würde gerne einmal speichern. Sollte die jetzt Dr. Marcel bekommen oder die Oberin? Ich weiß es gar nicht. Hier, gucke mal. Lilly vermutete, dass die Tollkirschen denselben Effekt erzielen würden wie Garretts Elixier. Zumindest einen ähnlichen. Jetzt mussten sie nur noch gekocht werden. Ja, aber wir können ja nicht zum Feuer, oder? Oder? Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer Wollte nur sicher gehen. Ah, okay. Wollte nur sicher Lilly gehen. Lilly hängte den Kessel vorsichtig an den Haken und achtete dabei pingelig darauf, nicht das Feuer zu berühren. Lillys Spezialtee war fertig. Nice. Sie nannte ihn Pure Wahrheit, eine Räubusch-Tollkirschen-Mischung. Nicht schlecht, okay. Gut. Die Oberin? Okay, dann soll sie den auch haben. Okay, hier, bitteschön. Guten Durst. Na endlich. Wurde ja auch Zeit. Dummes Ki. Ist Ihnen nicht gut? Sie doch, sind doch. Ja geradezu hysterisch. Was ist diese Stickerei? Sie erinnert mich an meine Zeit. Ich war so ein dummes Wollte unbedingt ein Einhorn als Haustier. Ein Einhorn. Ist das zu fassen? Aber geschenkt haben sie mir. No. Eine Tarantel. No. Dann haben sie diese Stickerei erstellt. Die hat doch auch 8 Beine. Starb während meines Versuchs, ihr mit einer Nagelpistole ein Horn in die Was? Stirn zu tackern. Was? Ich war ein so dummes Die Arme. Oh mein Gott, tut mir leid. Zotti, tut mir leid. Ich hasse Kinder. Verstehe. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Dies war Lillys Chance. Emotional Damage. Und nur? Jetzt, können wir, daran? Nein! Hallo Lilly, du willst doch, ach, das hat die Oberin doch verboten. Ah. Irgendetwas Seltsames geschah hier. Wie meinst du das? Nochmal, ich hab's nicht gehört, ich hab's schon wieder geskippt. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Ach. Natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Irgendetwas Seltsames geschah hier. Okay. Und nur? Können wir die jetzt mitnehmen, Harvey? Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Doch. Komm mit. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Doch, ich will mit Feuer spielen. Der lustige Hase. Ob Lilly ein wenig. Ich will aber mit dem Hasen spielen. Zotti. Was habe ich dir nur angetan? Lassen Sie alles raus. Ein Jammer, dass ich meinen Notizblock nicht dabei habe. Okay. Die Erwachsenen schien Lilly wollten. Hier hast du eine Fackel. Lilly wollte die Erwachsenen.
Können wir den nicht mitnehmen? Ich will den mitnehmen. Gut gemacht, Lilly. Ich habe alles gehört, was ich hören wollte. Die Oberin ist offenbar vollkommen gaga. Ich hatte schon so etwas vermutet. Jetzt schnell, komm zu mir in den Geheimraum. Es gibt eine geheime Tür in der dunklen Ecke vor dem Büro, direkt neben dem Außenkamin. Ja. Ach, verdammt. Du kannst natürlich kein Licht machen, weil du nicht mit Feuer spielen darfst. Das hatte ich ganz vergessen. Einen Moment. Lass mich nachdenken. Denk, denk, denk. Ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt keine Möglichkeit, eine durch Hypnose installierte Blockade zu durchbrechen. Es sei denn, du wirst erneut hypnotisiert. Es ist riskant. Aber du könntest dich selbst in Trance versetzen, um die Blockade direkt in deinem eigenen Unterbewusstsein zu bekämpfen. Aber sei gewarnt, die Welt der Trance ist ein unheimlicher Ort. Wie ein paralleles Universum, das nur in deinem Kopf existiert. Sie ohne die Führung eines geschulten Hypnotiseurs zu durchwandeln, ist nicht ganz ungefährlich. Und die Blockaden, die der Doktor dir auferlegt hat, müssen dort mächtige Dämonen sein, die du nur im geistigen Zweikampf besiegen kannst. Hast du alles verstanden? Das musst du auch nicht. Noch nicht. Benutz einfach die Puppe, um dich selbst zu hypnotisieren. Und sobald du in Trance bist, suche den inneren Dämonen, der dich am Feuermachen hindert. Und vernichte ihn. Okay. Das klingt vielversprechend. Ich würde aber sagen, das machen wir beim nächsten Mal.